Im Laufe des Lebens pendelt der Mensch immer wieder zwischen den zwei Polen, Individualität und Gemeinschaft. Es ist eine Art Brücke. Auf der einen Seite wollen die meisten frei und selbst entscheiden können, auf der anderen Seite möchten wir Menschen um uns herum haben, die uns gern haben, die uns lieben und die uns unterstützen. Wir möchten ein Teil des Ganzen sein, sei es in der Familie oder im Beruf. Wegen dieser Konstellation kommt es allerdings bei den meisten zu einem inneren Konflikt. Denn sie fragen sich, soll ich meinen eigenen Weg gehen oder ist es mir wichtiger, von anderen gemocht zu werden? Genau aus diesem Grund zögern so viele meist unbewusst in die Umsetzung zu kommen und etwas Neues zu beginnen. Sie fragen sich, wie werden die anderen nur reagieren? Was werden sie sagen? Kann ich das wirklich tun? Und so verlässt möglicherweise der nächste Mozart, der nächste Salvador Dalí oder Albert Einstein diese Welt als ein Durchschnittsbürger, der ein durchschnittliches Leben geführt hat. Weit unter seinen vorhandenen Fähigkeiten, Gaben und Möglichkeiten. Die Psychologen schätzen, dass rund 90% des menschlichen Verhaltens darauf zielt, den eigenen Selbstwert zu beschützen oder diesen aufzubauen. 90%! Und so leben die meisten Menschen einen faulen Kompromiss, nur um emotionale Anerkennung im Außen zu bekommen. Doch erst wenn du den Mut zeigst, auch emotional von anderen abgelehnt zu werden, kannst du deinen wahren, deinen authentischen Weg gehen. Denn es gibt nur einen Weg, der richtig ist. Deinen.